Heute werden wir sehen, wie ich hier einen Werkzeugschrank neben der Fräse zusammenbaue. Und ich habe wieder Trick 17 angewandt. Ich habe Erich angerufen, habe gesagt, ob er Zeit für einen Kaffee hat. Er ist voller Freude gekommen, hat Kuchen mitgebracht und jetzt verleimen wir einen Korpus. Viel Spaß. Da weiß ich nicht, wie ich das lamelliert habe. Da haben wir die Fächer da auf, ich stecke, dann legen wir das da drüben um, oder? Ist das? Das ist der Fache. Weißt du das? Passt. Oben Backe drauf und holst du. Ah, oh, da haben wir das. Das ist scheißegal. Und halt. Das passt nicht ganz, das haben wir verdraht, aber ist wurscht. Wieso draht sind das so? Sollte man das legen? Sollte man es umlegen? Ja, jetzt warte, jetzt hat einer einmal gescheit. Eigentlich sollte man es so immer drüber legen, so sieht man es auf gescheiterst schon. Ja. So, passt. Kehrst ein bisschen auf für uns, dezente. Auf. Nicht, passt, lassen wir es. Gut ist. Da kehrst du runter. Na oben. Ja, na oben. Nein, mit halben Millimeter. Ja, das ist ja nie angemodelt. Da habe ich mit der Maschine geübt. Nochmal. Hier kontrollieren wir nur, damit das eine geschlossene Fläche ist, damit das hier bündig ist. Bündig sein ist wichtig und wenn alles bündig ist, kann man die Zwingen richtig fest, warte, sonst ist Draht, kann man die Zwingen richtig fest anziehen und dann ist das eigentlich, warte, der gehört auch grockrig, glaube ich, unten. So. Ja, jetzt hat er sich jetzt können wir unten angeben. Geht's? Ja. Warte, weiter auf, ich komme nicht, gell? Weil da in der Mitte jetzt ein bisschen was brauchen wir mehr, aber ist halt so, wie es ist. So, und jetzt holen wir uns einen Kaffee, denn sonst kommt ihr mir beim nächsten Mal nicht mehr. Für euch ist das quasi keine Pause, für euch geht es ganz normal weiter. Wir sind Kaffee trinken. Jetzt muss ich den Sockel abschneiden, hier habe ich ihn schon abgeschnitten. Ich habe den zu klein gemacht, habe ich nicht mitgedacht. Jetzt würde das ganze Gewicht hier stehen. Das Gewicht sollte aber am Haupt aufliegen, denn hier kommt einiges an Gewicht hinein. Und besser ist es, wenn der Sockel hier ist. Auf jeden Fall muss ich das jetzt abschneiden, dann geht er leider nicht durch. Jetzt vorbohren. Nehme ich das hier am Rand circa bündig, unten gehe ich hinein, bis ich hinten bündig bin und hier am Rand vielleicht 5 mm hinein. So. Also warte, jetzt ziehe ich ihn bündig bin. So, und jetzt werde ich wieder Erich anrufen, denn wenn ich die Zwingen alleine herunternehme, fallen mir die Backel, also diese Beilagbäckchen nach unten und schlagen mir ein Loch in den Boden. Und das will ich nicht. Erich, hättest du Zeit kurz auf einen Kaffee? Ich will eine kleine Pause machen. Okay, bis gleich, danke. Jo. Hallo, ist da jemand? Hallo Erich. Ah, bevor wir Kaffee trinken, vielleicht kurz nur helfen, die Zwingen nach unten geben, also die Zwingen abnehmen. Na, ja, okay. Okay. Freust du schon am Kaffee, Erich? Ja. Besser als der letzte. Na, der letzte Kaffee war nicht sehr gut. Der war sehr heiß, war er.
und dann am Schluss war er wieder extrem kalt. So, Erich, jetzt ist das Problem, wir müssen den Kasten noch hier herlegen, damit ich die Rückwand montieren kann. Jetzt wird die Rückwand zugeschnitten, ich habe mir das ausgemessen, in den Falz hineingelegt, 1 mm Luft circa, braucht nicht viel. Da schneide ich gleich mit dem Zuschnittblatt, mit dem Längsschnittblatt, schauen wir, wie die Oberfläche wird, ansonsten muss ich sowieso ein anderes Blatt hineingeben. Mit 3x30er schraufe ich hier die Rückwand an. So, unten ist das fix. Jetzt messe ich die Diagonale. Müsste ich nicht, die Platte hält es normal im Winkel. Aber vielleicht habe ich irgendwas beim Zuschneiden falsch gemacht, also sicherheitshalber 204,7. Es ist ein neuer Tag, meine Stimme ist noch kaputter, ich war spielen fort, ich musste vorher, also für mich gestern, für euch vorher im Video, früher aufhören zu arbeiten, um spielen fahren zu können mit meiner Kollegin, die dieses Video jetzt geschnitten hat oder schneidet, keine Ahnung. Auf jeden Fall wird dieser Kasten jetzt fertig montiert. Mit der Wasserwaage habe ich hier geschaut und oben geschaut, er ist genau in der Waage, weil der Boden in der Waage ist. Also ist es einfach nur anhängen und das war's. Alter Nadja, ich bin miert. Hier kann man die Waage noch kontrollieren. Fertig angeschraubt. Jetzt steht er stabil. Der nächste Schritt ist wieder Bänder bohren. Hier gehe ich 7 cm hinein. Mache mir hier einen Punkt. Und hier gehe ich da 7 cm herein. Mache mir hier einen Punkt. Das mache ich jetzt bei allen Türen so und dann ist der nächste Schritt Bänder hineinschrauben und anschlagen. So. Ich habe das jetzt alles vorgebohrt. Mit dieser Schablone habe ich das angezeichnet. Das ist so. Die bekommt man dazu. Wenn man Bänder bestellt, kann man das quasi mitbestellen. Und jetzt lege ich mir, wie schon in den Videos, wo ich die Werkbänke baue, also die Werkstatt, die Möbel baue, habe ich das genauso gemacht mit diesem Zentrierbohrer. Dann bleibt das gerade. Und jetzt brauche ich das nur mehr in die vorgebohrten Löcher mit den Schrauben befestigen, 3,5/16er. So. Befestige ich noch diese, diese Plättchen, diese Montageplättchen. Jetzt kommt wieder der etwas engere Teil. Jetzt kommt das hier montiert. Dann lege ich mir das hier her, stelle mir hier das Türen drauf. Geht sehr weit nach unten. Ich muss eben Acht geben. Ich habe es jetzt gerade so knapp mit so weit die Zwinger weg gehabt, dass mir das runtergegangen wäre. Dann wäre das nicht genau gewesen. Jetzt habe ich das Tür noch falsch hingehalten. Also jetzt fährt der Traktor auch vorbei. Also es tut sich wieder einiges. So, unten ein so ein 3-4 mm Plättchen hinein und oben.
in der Zelle. Schau das an. Jetzt schauen wir, wie das geht. Steht an. Das kommt zustande bei diesen Freihandmontagen. Kann manchmal vorkommen, dass es nicht passt. Passt. Für die Fächerträger habe ich mir wieder so ein Restholz genommen, habe eher außen gebohrt, denn wenn ich es hier an die Bänder halte, dass ich außen bin, hätte das natürlich am besten vor der Bandmontage gemacht, aber das mache ich jedes Mal so, also jedes Mal falsch. Nicht durchbohren ist wichtig. Und dann kommt das Band hinein. Jetzt kann ich das Fach holen. Für die Fächer und für diese Auflageplatte, also hier unten sind Laden und hier kann man schwere Gegenstände hinein, also relativ schwer. Und hier habe ich Tischlerplatten genommen. Das hier ist eine Tischlerplatte und ganz unten am Boden habe ich Spanplatte genommen. Spanplatte ist viel billiger als Tischlerplatte, aber die Tischlerplatte, durch die Stäbchen, die drinnen sind, hält das viel mehr Druck aus und sie hängt nicht so durch. Das Durchhängen kennt man oft von Spanplatten. Und wenn es wirklich durchhängen sollte, kann man unten noch ein Kantholz geben oder eine Blende, dann stabilisiert sich das Fach auch. Für die Werkstatt ist das natürlich legitim, wenn man hier was hergibt. Das muss ja keinen Schönheitswettbewerb gewinnen. Ich glaube, ein Kirschenkästchen ist schön genug. So, ich bin jetzt gerade dabei, die Griffe zu montieren, aber das habt ihr in anderen Projekten von mir schon gesehen. Vielleicht kann es meine Kollegin, die Nadja, verlinken. Hier oben, hier, irgendwo, vielleicht, wenn es nirgends ist, hat sie es nicht verlinken können. Wir kennen uns nicht so aus, aber trotzdem machen wir YouTube-Videos. Ja, man muss ja nicht alles wissen und können. Beim Projekt, wo ich dieses Kästchen mache, sieht man, wie ich Griffmontage mache. Bei diesem Kästchen, also bei der Werkbank, und bei diesen Kästchen genauso. Und auch sieht man bei der Werkbank, wie ich diese Blumenvollauszüge, Blue Motion, irgendwas montiere und anschlage. Dasselbe wird hier stattfinden. Also, falls es euch doch interessiert, lasst einen Kommentar hier, dann wird es auch darüber ein Video geben. Dieses Projekt war ja ursprünglich also hauptsächlich nur da, um den Vorgang beim Furnieren ersichtlich zu machen. Das andere war jetzt noch so ein kleines Bonuszuckerl. Auf jeden Fall würde ich mich sehr freuen über einen Kommentar. Und also Daumen rauf und Kommentar, falls es euch interessiert hat. Wenn es euch nicht interessiert hat, könnt ihr das auch in einen Kommentar hineinschreiben, damit ich weiß, es hat keinen interessiert, was das dann bringt, dann ist es sowieso schon heraus. Aber trotzdem, es ist immer gut, wenn man was weiß. Ja, schreibt was hinein in die Kommentare, drückt gefällt mir, abonniert den Kanal, das ist gratis. Und ich bin jetzt weg. Nein, ich bleibe hier. Ihr seid weg. Ich montiere ja den Griff. Die Griffe sind noch zwei. Also, ihr könnt jetzt Kaffeejause machen. Ich, du, Griffmontage machen, du und tun. Viel Spaß, danke fürs dabei gewesen sein zu haben. Wir sehen uns nächste Woche. Tschüss. Dann ist das immer dabei mit dem Kaffee quasi. Und jetzt kommst du bei der Tür quasi einer und ich sag, ob du mir kurz helfen konntest. Ja.